Oh, ich habe meinen Kühlschrank inspiziert und so viele Reste gefunden. Kennt ihr das? Ach, hier ist noch Hirse. Hier habe ich getrocknete Tomaten und Käse. Wir wollten doch schon lange ein neues Foto machen, Nina, ne? Genau, für gefüllte Tomaten mit Hirse. Die machen wir davon und das Video verlinken wir euch dann hier oben. Oh, der Sellerie, der liegt schon einige Tage im Kühlschrank und die Möhrchen auch. Dazu habe ich noch Porree und Kartoffeln und mach doch Omas Kartoffelsuppe. Und wie die Suppe zubereitet wird, das zeige ich euch jetzt. Die Suppe braucht ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr mit der Schnibbelei seid. Den Löffel habe ich jetzt und werde gleich meine leckere Kartoffelsuppe nach Omas Art essen. Ich habe mir da ein paar Würstchen reingeschnippelt. Ihr könnt es halten, wie ihr das wollt. Entweder ohne ist super lecker, mit ist natürlich so, wie die Oma das früher gemacht hat. Wollt ihr mehr Videos mit Resteverwertung haben? Dann schreibt mir in die Kommentare. Hat euch dieses Video gefallen? Dann lasst mir ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.